Mit Weider, die Schaufensterregion für Digitalisierung und Blockchain. Hier am Institut, dem Blockchain Competence Center mit Weider, forscht und lehrt ein Team aus internationalen Wissenschaftlern. Das Projekt Blockchain Schaufensterregion mit Weider, welches auch Diskussionsgrundlage bei der diesjährigen Spring School ist, verbindet die Wissenschaft mit der praktischen Anwendung. Unser Fokus lag erstmal auf der Erarbeitung des Konzeptes. Wir haben ja als Stadtverwaltung gemeinsam mit der Hochschule und mit der Volksbank dieses Innovationskonzept, was wir erarbeitet haben, was wir in der nächsten Woche in Berlin vorstellen. Und dieses Konzept hat uns wirklich viel Initiative und viel Arbeit abverlangt. Aber ich denke, wir haben qualitativ sehr hochwertig gearbeitet und haben insbesondere natürlich viele Einsatzgebiete in der Verwaltung, in den öffentlichen Bereichen herausgearbeitet, die möglich sind. Und ich denke, das ist auch die Grundlage, wo wir in Berlin punkten können. Also es ist nicht irgendwelche Theorie, es ist reine Wegpraxis. Die Blockchain ist eine zukunftsweisende Technologie, die viele Prozesse und Transaktionen beschleunigen und vereinfachen kann. Deswegen arbeitet das BCCM mit regionalen Partnern zusammen, die die Schlüsselrolle und die Vorteile erkannt haben und jetzt selbst im Unternehmen nutzen wollen. Wir beschäftigen uns schon seit einigen Jahren mit dem Thema Blockchain. Und da liegt es natürlich nahe, dass wir eben den Kontakt auch zur Hochschule gesucht haben, waren also Gründungsmitglied auf dem Blockchain Competence Center. Und unsere Kollegen sind da auch sehr enthusiastisch. Es wurden auch Anfragen von Kunden an uns herangetragen. Und für uns als Bank ist es eigentlich immer so, dass wir sagen, wenn wir ein Geschäft machen mit Kunden, dann wollen wir das auch verstehen. Neben anwendungsbezogener Forschung mit direktem Nutzen für die Gesellschaft ist dem BCCM jedoch eines besonders wichtig: Bildung und Wissenstransfer. Deshalb bietet das Team um Professor Andreas Ittner an der Hochschule mit Weider den Masterstudiengang Distributed Ledger Technologies an. Darüber hinaus finden regelmäßige Fachtagungen und Seminare zum Thema Blockchain-Technologie statt. Also wir stehen natürlich ganz intensiv auch mit der Stadt mit Weider in Kontakt, wo wir gemeinsam im letzten Jahr im Rahmen der Strategieentwicklung auch Workshops durchgeführt haben, auch entsprechende Anwendungsfälle, also neudeutsch Use Cases identifiziert haben, wo sowas eine Rolle spielen könnte. Und ein Thema war natürlich irgendwo das effizientere Nutzen von Ressourcen, die zur Verfügung stehen, also im Sinne einer Sharing Economy, aber nicht Business to Consumer, sondern Business to Business, dass man sagt, es gibt Räumlichkeiten, ne? Dass ich sage, ich habe irgendwie eine Turnhalle, die zur Verfügung steht und verschiedene Vereine nutzen die. Und den ganzen Abrechnungsprozess könnte ich natürlich wesentlich effizienter über eine Blockchain gestalten. Wird der Forschungsantrag zur Schaufensterregion mit Weider genehmigt, hat das BCCM mehr Handlungsspielräume und das Projekt Schaufensterregion mit Weider kann intensiver auch in der Praxis von Gesellschaft und Stadt vorangebracht werden.